kinda cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We took the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Sagen Sie, Howard, haben Sie und Rajesh endlich den Mut aufgebracht, zu Ihren latenten homosexuellen Gefühlen füreinander zu stehen? Was? Nein! Wieso nicht? Weil wir füreinander keine latenten homosexuellen Gefühle hegen. Ich verstehe. Wieso hämmert Leonard verzweifelt mit dem Kopf gegen seine Schlafzimmertür? Apropos warmes Gefühl. Komm her. Nein, ich schnapp mir lieber den Ober. Komm schon, Sheldon. Die Welt ist voller Menschen, die ausgehen. Lass uns ausgehen. Ausgehen ist gut. Wenn das Ausgehen so gut ist, wieso wurde dann das Zuhause im Laufe von tausenden von Jahren perfektioniert? Eine Marketingstrategie? Ist das eine in limitierter Stückzahl erschienene Green Lantern-Laterne? Am hellsten Tag, in finsterer Nacht, entgeht nichts Böses meiner Wacht. Oh, das ist ja echt abgefahren. Danke. Und welche willst du fürs Kopulieren? Wir haben zugeschlagen! Ich bin die moralische Stütze! Die Hände des unglaublichen Hulk, signiert von Stan Lee. Du meine Güte! Ich seit vielen Jahren. Dann treffen wir uns also doch mit Ihnen? Hulk stimmt zweitem Treffen mit mickrigen Menschen zu. Zu dem Date gehst du aber ohne die Hände. Hulk traurig. Oh Mann, die Zeit rennt. Aha. Das Bett ruft. Okay. Gute Nacht, mickriger Mensch. Sie haben unseren Fernseher, zwei Laptops, vier externe Festplatten, unsere PS2, unsere PS3, unsere Xbox 360, unseren Classic Nintendo, unseren Super Nintendo, unseren Nintendo 64 und unsere Wii. Wir stehen auf Spiele. Ach ja, Spiele. Sie haben Halo 1, Halo 2, Halo 3, Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Rock Band, Rock Band 2, Final Fantasy 1 bis 9, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Twilight Princess, Super Mario Brothers, Super Mario Galaxy, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen und Miss Pac-Man. Diverse Videospiele. Ich muss nicht urinieren. Ich bin der Gebieter über meine Blase. Verflucht.
Was willst du dann? Es geht hier nicht um meinen Willen, sondern um den der Evolution. Menschen sind Primaten. Primaten leben aufgrund der Evolution in Gruppen. Das ist sicherer und sie können sich gegenseitig helfen. Seit wann magst du denn andere Menschen? Seit heute Abend. Drüben ist es gruselig. Hier wird es auch gerade gruselig. Drei kleine Kätzchen? Drei Schweinchen? Oh, Junge, ich weiß es nicht. Star Wars? Haben wir gewonnen? Können wir ins Bett? Ich habe noch nicht mal was Wissenschaftliches genommen. Die Erdumlaufbahn plus Schweine ohne Erde, Schweine im Weltall. Ein Ei macht sich schick, geht aus, wird vermisst und gesucht. Verlorenes Ei. Birne, ein paar Birnen. Schweine im Weltall essen ein verlorenes Ei und ein paar Birnen. Er hat recht, Penny, ist echt eindeutig. Dann hat Wolowitz das Netz wohl unter Strom gesetzt. Jordan, geht's dir gut? Hervorragend. Nur, dass ich nicht länger der Gebete über meine Blase bin. Seit 1952 zeigt die Stadt Boone jeden Sommer im Freiluft-Amphitheater eine Aufführung über das Leben und Wirken ihres Namensgebers Danell Boone. Rechtschreibfehler locken meist Gesindel an. Ach, Penny, du kommst doch aus Nebraska, geboren oder? Geboren und aufgewachsen. Elektronen bewegen sich durch Graphen, als hätten sie keine Masse. Seit wann kommt er nicht weiter? Intellektuell ungefähr 30 Stunden, emotional etwa 29 Jahre. Holzzellen enthalten zwei Kohlenstoffatome. Der Innenwinkel eines Hexagons ist 120 Grad. Hast du versucht, ihn zu rebooten? Ich fürchte, es ist ein Firmware-Problem. Vorsicht, Penny. Sheldon, was tust du denn hier? Ich will die Tische abräumen, sie sind voll. Nein, warte. Was tust du hier? Eine vernünftige Frage. Ich fragte mich kürzlich, was ist der primitivste, stumpfsinnigste Job, der denkbar ist? Und drei Antworten fielen mir ein. Kassierer im Mauthäuschen, Apple Store Fachmann und was Penny tut. Also, konstante Struktur, ein Atom. Mann, der ist ja total weggetreten. Allerdings, heute Morgen hat er ein Stück Butter als Deo benutzt. Deswegen duftet er nach Popcorn. Fermione haben absolut das gleiche Muster, hexagonal, immer hexagonal. So weggetreten war er zuletzt während der Analyse des dritten Matrix-Films. Vielleicht interessiert es euch ja. Ich werde den Valentinstag so verbringen wie jeden Valentinstag. Ich kaufe ein Brathähnchen im Supermarkt, gehe nach Hause und esse es über der Spüle mit bloßen Händen wie ein Tier direkt aus der Verpackung. Hey Sheldon, Penny ist ziemlich krank und wird nicht in die Schweiz mitkommen können. Also, wenn du noch interessiert bist, kannst du gern mitkommen. Wahnsinn, ich bin packen. In einer Minute. Ja, sowas, das ist das Rollemüs. Würdest du bitte dein T-Shirt ausmachen? Wieso? Das verleiht meinen Auftritt Dramatik. Mit sowas wird man sofort respektiert und gefürchtet. Ja, klar. Denn es gibt nichts Ausdrucksvolleres als ein Mann, zwischen dessen Brustwarzen laute Musik hervorflärt. Du wirst mir nichts zurückzahlen müssen, weil ich nicht bezahle. Ich werde Donnerstag vor diesem Gericht erscheinen und die Gerechtigkeit wird siegen. Deshalb bereite ich mich umgehend auf meine Verteidigung vor. Okay, er geht in den Knast. Dr.
Dr. Cooper, bevor ich Sie wegen Verunglimpfung inhaftieren lasse, gebe ich Ihnen noch die Chance, sich für diese Beleidigung zu entschuldigen. Ich bin Wissenschaftler. Ich entschuldige mich niemals für die Wahrheit. Das ist mein Platz. Na endlich, ich bin schon am Verhungern. Naja, offen gesagt haben wir kein chinesisches Essen mitgebracht. Wieso nicht? Keine Panik, das hier ist besser. Oh nein, habt ihr unser Essen wieder gegen Zauberbohnen eingetauscht? Natürlich nicht. Und genau genommen sind Zauberbohnen auch Nahrung. Es wäre Verschwendung, sie zu essen, statt sie anzupflanzen. Denn die über Nacht wachsende riesige Bohnenranke liefert genug Ballaststoffe für eine ganze Kleinstadt. Weißt du, manchmal höre ich dir nicht zu, dann beobachte ich nur, wie dein Kiefer sich hin und her bewegt. Oh mein Gott. Eine Alf-Figur. Als ich 11 war, hat meine Mutter mir eine zum Kuscheln geschenkt, nachdem mein Vater uns verlassen hat. Ich stellte mir vor, dass mein Dad jetzt auf dem Planeten Melmark wohnt und dass Alf ihn mir wieder zurückbringt. Aber das hat er nicht. Wo ist mein Daddy geblieben? Wo ist er? Das ist echt traurig. Traurig ist, dass du nicht weißt, dass Adam West der Fernseh-Batman war. Ein Ring, sie zu knechten. Ein Ring, sie alle zu finden. Ein Ring, sie ins Dunkel zu treiben. Und ein Ring, sie ewig zu binden. Heiliger Gummis, sind wir Nerds. Was denn? Sheldon wollte den Ring stehlen und ich habe ihn geboxt. Gut gemacht. Tut mir leid, Ma. Nein, ich muss heute lange arbeiten. Nein, er lügt. Eine glatte Lüge. Hältst du bitte den Rand? Ich bin erst still, wenn du den Ring loslässt. Ich finde es toll in diesem nicht-jüdischen Stripclub. Harold, hier ist noch Speck. Steck ihn der Schicksal in den Stinktanger. Ich hab's geschafft. Ich habe gewonnen. Der Ring gehört mir. Er gehört mir. Wir werden ihn richtig säubern, damit er wieder glänzt. Mein Eigen, mein Liebes, mein Schatz. Ich wusste es. Ich glaube, ich lasse mich wieder mit den Hohlköpfen aus dem Fitnessclub ein. Gib mir den Ring! Gib mir den Ring! Ich sag dir, gib mir den Ring!